Ich bin Arne Baumhauser-Heide und ich möchte das ZLRPG wieder auf den Gratis-Rollenspieltag bringen. 2014 waren wir das erste Mal mit dabei und seitdem hat Frede angefangen, mit ihrem Vater Rollenspiele zu spielen. Andere haben angefangen, eigene Rollenspiele zu schreiben, mit ihren Kindern zusammen. Getrieben von der Frage, oder inspiriert von der Frage, was möchte ich meinen Kindern hinterlassen? Das ist die Frage, die das ZLRPG auf seinem Cover schon stellt. Er ist geschrieben für das Spiel mit Kindern und ist seit 2014 ein fester Bestandteil des Gratis-Rollenspieltags. Deswegen wäre ich gern 2019 wieder dabei. 23.03. ist Gratis-Rollenspieltag und ich hoffe, ihr helft uns, das ZLRPG wieder auf den Gratis-Rollenspieltag zu bringen. Einen dicken Dank an alle, die uns bisher die Jahre über die Druckkosten gespendet haben und auch einen dicken Dank an das Team, an das Orga-Team des Gratis-Rollenspieltags, das es uns ermöglicht, teilzunehmen. Das es ermöglicht, auch ohne Verlagsinfrastruktur Rollenspiele, freie Rollenspiele zu verbreiten. Das ZLRPG ist frei lizenziert. Ihr könnt es nehmen und selbst weiterentwickeln. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns hilft, das ZLRPG auch für diesen Gratis-Rollenspieltag wieder zu drucken. Nochmal denkt dran, 23.03. Gratis-Rollenspieltag. Und bitte helft uns, das ZLRPG zu drucken.